Ja, meine Freunde, was geht und herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge von Cold War Company. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Letztens bei Endstation dachte ich schon, jetzt ist es vorbei. Aber es geht noch immer noch weiter. Wir waren in Asien und ich habe da irgendwie nicht geschafft, an den ganzen Asiaten vorbeizukommen. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal reingehen. Wir müssen uns anschleichen, aber hoffentlich hat sich das Ganze gespeichert. Abonniert den Channel gern. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus? Genau, Perseus war mir so knapp an den Fersen und das Problem ist halt, wir haben es nicht geschafft, ihn leider verdammt zu schnappen. Und jetzt haben sie uns ins Auge rein, was gespritzt, also ins Hirn. Und das lässt uns jetzt halluzinieren, genau. Wir ja, erleben das halt alles nochmal neu und das ist halt ziemlich genial. Sola. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Okay, also mit dem Bogen müssen wir sie töten. Das ist noch ein, das sind zwei jetzt, glaube ich. Genau, das sind jetzt zwei. Kann man beide mit einer Kugel töten? Okay, das geht nicht. Okay, lautlos können wir schon mal vergessen. Deswegen starten wir. Letzter Kontrollpunkt. Perfekt. Die zwei lassen wir jetzt mal außen vor, weil ich genau weiß, dass die zwei uns noch verraten werden. Das, da unten sind sowieso keine. Da sind noch zwei. Ist da unten noch jemand? Nein. Ich glaube, da ist keiner mehr, oder? Ist da noch jemand? Ah, doch, da ist noch jemand. Ja? Ja? Ja, ja? Das geht gut? Wir schaffen ein paar Meter jetzt endlich mal. Okay, keine Ahnung, wie wir die anderen töten sollen. Da laufen zwei. Hier stehen auch zwei. Das ist jetzt echt scheiße. Aber wir werden das probieren wieder von hinten rum. Kommen wir darauf? Ja. So. Es läuft ja schon mal viel besser wie letztens. Also schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei, falls ihr natürlich Bock habt. Wir sind, glaube ich, ganz, ganz nah am Ende dran. Ach, die zwei Assis stehen hier nebeneinander. Das wird unmöglich werden, die zu töten. Die hinten stehen auch nebeneinander. Entweder ganz, ganz schnell, aber das wird sich nicht ergehen. Also, ja, hopp oder drop, würde ich mal sagen. Wir werden einfach probieren, hier mal runter. Da ist eh kein Mensch mehr, die sind alle tot. Da hinten rennt auch einer einsam herum. Gar kein Bock, Alter. Wenn ich den töte, wird er entdeckt. Wenn ich ihn hier töte, wird er ihn entdecken. Da hinten laufen zwar noch Leute einsam herum, aber unentdeckt wird das alles nicht mehr gehen. Gut, die werden uns nicht entdecken. Das ist echt tricky. Mann, die zwei reden hier die ganze Zeit. Ah, da ist noch einer. Trennt euch doch mal, ihr zwei Huren.
Zwei trennen sich auch nicht, scheiße. Egal. Der Huren kann gar nicht wissen, wo ich gestanden bin, Mann. For real Rap. Der kann nicht wissen, wo ich gestanden habe. Lautlos ist zwar nicht, aber ich glaube, es sind auch fast keine Gegner mehr da. Oh, doch, irgendwo da muss noch jemand sein. Wo sind die denn alle, Mann? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist noch jemand. Gut, da sind keine mehr. Aber was ist unsere nächste Mission? Findet den Bunker. Ach so. Ja, da geht es hier hinten, geht ein Weg hin. Das heißt, wir müssen einfach hier... Ja, speichert, wir haben es geschafft. Endlich! Das sieht, passt aber nicht ganz in den Dschungel, würde ich mal sagen. Diese ganzen Instrumente hier und... Der Weg dümpelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Ein Fernseher? Das passt doch gar nicht in, das Ganze hier. Ah. Habe ich gar nicht gesehen, die zwei. Lass dich blicken, Junge. Oh. Nicht in den Bäumen verstecken. Kein Mensch miss. Was, wo seid, Mann? Wo seid ihr denn? Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Die zwei Idioten hier zu sehen. Oh. Wo ist der andere? Ah, da hinten. So war's das? Okay. Alter, ich hab so Schiss von dem Vietcong. Da, schaut euch das mal an. Du hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf. Der Bunker war irgendwo. Lassa! Lass auf, warum läufst du so schnell? An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts. Dachte ich mir fast. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16. Wir brauchen sofort Helikopter. Oh mein Gott, das Auto ist ja hier höllisch gut. Jetzt wird es aber schon wieder ziemlich tricky hier. Oh mein Gott, wie viele Vietcong hier sind. Ich hab so Schiss. Alter, also du hieltest dein M16 in der Hand. Okay. Wo ist der Balkon? Ah, da drüben, okay. Schau dich mal die ganzen Gegner an. Alles mit Bambus, also ziemlich simpel hier. Oh nein. So, oh, da steht noch einer. Da steht noch einer. Die M16 ist echt scheiße. Ah, fuck, wo bist du, Shelby? What? What? Ah, okay. Perfekt. Können wir mal vorgehen. Da werden keine Gegner mehr sein, denke ich mal. Das ist dieser Bunkereingang wieder. Ja, das war der Bunkereingang, genau, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Und jetzt geht's rein.
Hier sollte jetzt Persus drinstehen. Ein Anzeichen für einen weiteren fokalen Anfall sein. Das sind Moskau Kreml, oder? Gar nichts? Ja, die Bilder sind nichts. Das Weiße Haus. Vietnam. Der Bunker. Verlassen. Dann hier. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, auf was sie hinaus wollen. Okay, ich weiß, auf was sie hinaus wollen. Ich weiß auf jeden Fall, auf was sie hinaus wollen. Man kann ja den Kreml hier theoretisch zusammenbauen. Aber sie wollen wahrscheinlich, dass wir die rote Tür zusammenbauen. Eine halbe rote Tür wird es doch auch geben, oder? Ja, genau. Alter. Nein! Nein! Da vorne sollte jetzt Perser stehen. Hier steht er jetzt wieder, oder? Nein! Wir sind wieder... Nein, nicht aufhören, Bert. Nein! Fuck! Gib mir das Rückführungsszenario, Hand. Hier ist es. Bell, wir haben eine Mission. Nein, wieder hier. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Lauter Adler. Lauter Adler. Hier sind lauter Adlers. Sieht aber richtig verpackt aus. Bitte, wir kämpfen gegen eine Armee von Adlers. Oh, ja. Mach keinen Scheiß mehr. Ja, so. Also ich kämpfe gegen hunderte von dir. Da hinten steht noch ein Adler herum. Also, ich kämpfe gegen meinen eigenen Boss. Müssen wir jetzt wieder in den Wald? Oh mein Gott, fuck. Das Teil ist Hammer. So, ab in den Wald wieder, denke ich mal. Wenn es wieder speichert, sind wir okay. Hier sollten wieder zwei Adler stehen. Nein. Jetzt ist es ein bisschen... jetzt laufen hier... Rohre? Mitten im Wald? Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen Mixed Reality. Da ist ein bisschen die Realität mit dem... Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den viel benutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasser. Wieder links. Da stehen jetzt zwei Adler im Wasser. Oh. Wo? Ich sehe nichts. Ich sehe niemanden. Hä? Wo? Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite. Okay, dann gehen wir mal rüber. Für die Musik anscheinend nicht. Du gingst an der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Okay, also ich muss gar keinen töten, wir müssen laufen. Okay, hier sind wir schon mal weiter wie vorhin. Ah, lol, da schießt. Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützen. Ja, cool. Ja, Mann! Der Profi-Snapper! Ah, wo? Jetzt schon wieder? Okay, müssen wir jetzt gleich rüberrutschen, vermutlich. Wo sind die anderen? Ah, da. Das ist nie passiert, Bell. Ja, dass ich gestorben bin, wird doch nicht passieren, Mann. Ich meine, ich kann ja sterben und dann irgendwie in der Realität wieder zurückgeholt werden. Hashtag mad. So, wann kriege ich denn mein Scharfschützengewehr? Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Okay, passt. Ali. So. Konnichiwa. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ah, da hinten.
Ah, man kann sie hier hinlegen noch. Ah, da sind noch. Ah, da ist noch besser. So, nächster. Zieht die Köpfe ein. Ist eine ziemlich gute Idee. Bye bye. Können wir runter? Im Haus, das Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Schon wieder eine Bunkertür. Ah ja. Unschwer zu erkennen. Unschwer zu erkennen heute wieder mal. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf. Ah, ich bin schon drin. Okay. Da ist noch eine Bunkertür. Jetzt ist es wieder aus, oder? Nein. Park, gib Bell noch eine Spritze. Nein, noch eine Spritze. Tu es! Oh, jetzt haben wir eine Spritze bekommen wieder, okay. Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Oh mein Gott, wer hat die Tür weggehen? Nein! Wir sind zu knapp vom Ziel! Die Herzfrequenz sinkt. Die Musik ist ekelhaft. Hä? Hä? Ich bin immer zu spät. Ich muss doch eine scheiß Tür. Das ist unmöglich. Oh nein, die Räume werden kleiner. Ich steck fest. Nein, es ist, oh mein Gott, ich steck gleich fest. Warum wieder runter? Ich häng glaube ich fest. Okay, ich habe keine Ahnung, werden wir die verlassene Bunkertür jemals finden? Ich weiß es nicht, Leute. Schaut gern auf jeden Fall am Donnerstag dabei. Ich muss mich da echt nochmal informieren. Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Falls ihr einen Tipp dafür habt, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Channel gern und schaut auch gerne auf unsere Social Media Channels, Insta und TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis später oder morgen und ciao.